So, leider bin ich eben gerade aus der Aufnahme rausgeflogen. Ich habe jetzt das, das und das, diese drei Tickets durchgespielt, wie ihr seht, auf 100%. Ziel der Sache ist es, Gags zu finden. Spezielle. Gerade sehe, jetzt haben wir hier Mario. Okay, wenn wir das geschafft haben und die alle Gags in jedem einzelnen Sublevel gefunden haben, spielt sich diese frei. Die habe ich gerade eigentlich schon angefangen, aber irgendwie ist mir die Aufnahme abgekackt. Schade. Dem passiert. Ich hoffe jetzt nur, dass die anderen noch spielen kann. Special Round Chapter 3. Boombastic. Die Boombastic, so. Kann ich jetzt... Ah, nein. Jetzt bin ich durch die anderen schon rausgefallen. Ach, scheiße. Ach, kacke. Ach, Mensch, ist das uncool. Nimm die Bombe und bring sie mal zur Tür. Nee, das bringt nichts. Dann darauf? Klappt bestimmt. Okay, klappt nicht. Ach, scheiße, der hat die anderen jetzt rausgeschmissen. Wir haben hier, haben wir... Also dieses ganze Level ist gerade auf irgendwelche, auf irgendwelche Filme und Serien. Alter. Auf Serien und Filme quasi spezifiziert. Hier haben wir König der Löwen. Hier haben wir die Schlümpfe. Hier haben wir Dexter. Warte mal schnell, was mache ich denn jetzt? 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 Das klappt doch alles nicht. Das habe ich doch schon versucht. Das klappt alles nicht. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Vielleicht da? Nee, das habe ich vorher schon gemacht. Jetzt verwandelt er sich zu Sailor Moon. Einer wunderhübschen Sailor Moon. Naja, hier ist es Dragon Ball Z. Hier haben wir die Schlümpfe, Dexter und... Den habe ich vergessen. Das waren die Flintstones. Genau, das waren die Flintstones. Okay. Ich nehme jetzt die Bombe und gebe sie Humi. Humi, nimm die Bombe. Hallo? Ja, schockt. Auch nicht ganz logisch, aber schockt. War sogar ein Hiddenwitz. Jetzt haben wir wieder Dragon Ball. Aber... Ehrlich gesagt kann ich hier nichts anderes machen. Ah, im Ernst. Oh. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Nee, nicht wirklich. Vor allem, man hat da gerade, glaube ich, seinen Schniephahn dabei gesehen. Ich bin Sailor Moon. Und Sailor Moon macht... Fatality. Oh, wie. Okay, alles klar. Hat super leicht funktioniert. Schade, dass die anderen nicht geklappt haben. Was ist, wenn ich jetzt auf Replay klicke? Dann kann ich auch nur wieder diejenigen klicken, um die geheimen Gags zu suchen. Ah, hier haben wir wieder das mit Timo und Pumba. Gucken wir einfach mal. Wenn ich jetzt Pumba anwähle, kommt nur eine Bombe raus. Schade, passiert nicht viel. Aber immerhin sehen wir das. Na, oh, das war der Witz. Bonus Round. Hey, hey, hey. Cool, Schock. So, was muss ich hier tun? Ach, das ist schon wieder das. Pass auf. Ich nehme jetzt mal den hier. Da muss man wahrscheinlich echt raten. Okay, da passiert nicht viel. Da passiert nicht viel. Was war denn mit dem da? Du hast ihn natürlich auch. Okay. Okay. Kommen wir wieder zu Dexter. Was passiert, wenn ich einfach nur sie... Bitte? Gar nichts. Was passiert, wenn ich ihn trete? Ja, wohlverdient, würde ich behaupten. Das hat aber den Witz gebracht. Okay. Und Flintstones. Ey, dann haben wir doch eigentlich... Bis auf die Schlümpfe haben wir eigentlich alles gesehen. Okay. Wilma. Ich will mal ran da. Komm. Okay. Das klappt alles nicht. Ich guck mal, was passiert, wenn ich alle trete. Nicht viel. Dann nehme ich das und gebe es ihr. Okay. Das war nicht so der Deal. Die bekommt das. Okay, das scheint alles nicht so zu funktionieren. Dann müssen wir es eben bei Fred und Barney testen. Es gibt im Übrigen eine Theorie, von der ich mal gehört habe. Okay, das funktioniert auch nicht.
dass Flintstone, also quasi Bedrock, die Flintstones, angeblich auf den Ort Flintbeek gemünzt sein soll. Aufgrund dessen, dass hier ja im Flintbeek, ne, hier wo ich auch wohne, oh, das war der Witz. Ach toll. Dass hier im Flintbeek, wo ich wohne, auch die ersten Gräber mitgefunden worden sind. So diese Neandertal-Gräber und sonst was. Und halt auch mit die ersten Flintsteine, daher auch der Name, gefunden worden sind, die wohl halt am ältesten zurückdatiert werden konnten. Und daher gibt es wohl irgendwelche Spekulationen und Munkeleien, dass die Flintstones auf Flintbeek basieren. Was im Übrigen einfach mal totaler Schwachsinn ist. Aber naja, gut, okay, so viel dazu, kleiner Exkurs. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem unnützen Wissen. Ja.